Geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre, ich hoffe, Sie sind gesund und können die speziellen Zeiten gut meistern. Es ist ein verrücktes Jahr. Nach einem hoffnungsvollen Start ins 2020 haben uns die Auswirkungen der Corona-Massnahmen vollständig ausbremst. Aber dank der guten IT-Vorarbeiten haben wir dann sehr schnell alle zu Hause arbeiten können. Es ist am ZOMedia-Team sehr hoch anzurechnen und herzlich zu verdanken, dass kein Tag unsere Tageszeitung nicht erschienen ist. Der VR hat sich insbesondere während der Lockdown-Woche sehr intensiv mit der Geschäftsleitung austauscht. Natürlich über Video. Unsere Inserate-Umsätze sind dann, wie zu erwarten, sehr stark eingebrochen. Quartalsweise können Sie übrigens Berichterstattung auf zo-media.ch gut nachlesen. Aus der heutigen Sicht liegen unsere Prognosen per Ende Jahr natürlich deutlich unter dem Budget. Wir tun aber alles, dass wir auf der EBIT-Stufe möglichst eine kleine rote Null erreichen können. Sicher braucht das noch diverse Massnahmen, wo wir intensiv daran arbeiten müssen. Das ist eine schwierige Aufgabe, genauso wie die Planung 2021. Wie Sie wissen, sind die Herausforderungen für die Medienbranche aber nicht neu. Neu kommt jetzt einfach noch die Corona-Krise obendrauf. Trotzdem können wir diverse Projekte erfolgreich vorantreiben. Zum Beispiel im Bereich der Organisation oder der digitalen Newserstellung oder natürlich von unserem Leuchtturm-Neubauprojekt. Wir glauben, dass wir immer noch alles nach Plan im Griff haben und dass wir im Frühling Bagger auffahren lassen können. Zum Schluss möchte ich mich sehr herzlich bedanken für Ihr Verständnis für die speziellen Vorgänge, aber auch für die herzlichen Rückmeldungen, die wir auf den Brief mit dem süßen Gruß bekommen haben. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und hoffe, dass wir uns spätestens an der nächsten Generalversammlung am 7. Mai 2021 im Rössli in Ilnau wieder persönlich sehen können. Kommen Sie gut durch den Winter und bleiben Sie gesund.